Guten Abend, einen wunderschönen guten Abend aus dem nach wie vor sehr schönen und warmen Mallorca. Wir haben heute einen wunderbaren Tag hier verbracht mit immerhin 32 Grad, im Meer 27 Grad. Heute Morgen als erstes mal eine Runde Wasserski und dann eine Runde Wakeboard. Und damit Sie jetzt nicht denken, das wäre mein Arbeitsalltag, habe ich heute mal eine kleine Strichliste geführt und immerhin 47 Gespräche bezüglich LifeWave geführt. Also es gibt ja viele, die führen dann so drei, vier Gespräche und haben dann den Eindruck, sie haben an dem Tag schon unglaublich viel gemacht. Sie kennen ja wahrscheinlich auch diesen schönen alten Verkäuferwitz. Da unterhalten sich zwei Verkäufer und da sagt der eine zum anderen, wie war denn dein Tag? Ja, das war ganz großartig. Ich habe super Gespräche geführt. Dann sagt der andere, mir ging es genauso, ich habe auch nichts verkauft. By the way, können Sie mich gut hören, weil dann schalte ich nämlich jetzt den Chat hier dementsprechend wieder aus und frage mal den Romwald, ob er mit der Technik soweit ist, denn wir wollen doch mal versuchen, ob wir das nicht heute einfach mal aufzeichnen können. Okay, wunderbar. Dann, hey Romuald, super, das hört sich gut an. Dann schalte ich jetzt den Chat dementsprechend aus. Wir legen los. Wie gesagt, 47 Gespräche heute bezüglich LifeWave. Was, wenn ich sage Gespräch, dann heißt das in der Regel Neukundenakquisition. So ein Neukundenakquisitionsgespräch hat bei mir zwischen 3 und 6 Minuten. Und das einzige Ziel von so einem solchen Gespräch ist lediglich von den Leuten zu hören, ja, das klingt interessant, das würde mich interessieren, ich würde gerne mehr darüber erfahren. Und dann bekommt er von mir dementsprechend eine E-Mail. Nach 3 Tagen wird nachgefasst, allerspätestens, ob er die E-Mail bekommen hat, ob er sie gelesen hat, was er daraus für Schlüsse zieht. Das ist im Prinzip alles. Mein Mauszeiger muss weg. Oh, mein Mauszeiger. Okay. Die entscheidende Frage ist doch immer wieder, was macht einige Menschen erfolgreich im Geschäftsaufbau und andere nicht? Prinzipiell ist es ja total simpel. Wir haben ja ein geniales Produkt, das wissen wir alle, da brauchen wir im Endeffekt gar nicht mehr groß drüber zu reden. Und es ist, die Argumente liegen dermaßen auf der Hand. Als erstes mal kann es ein Taubstummer vermarkten, denn wenn wir ein Produkt haben, bei dem wir eine sofortige Wirkung haben und wir nach einer Minute sogar sehen, wie das Ganze funktioniert, dann brauchen wir im Prinzip ja gar nicht mehr viel darüber zu reden. Man kann es ja auch zerreden, denn die Menschen glauben im Endeffekt sowieso primär das, was sie mit eigenen Augen sehen und das, was sie spüren. Also wir wissen, dass jeder unsere Produkte braucht. Meine Abnehmen, mehr Energie, Schmerzreduktion, Anti-Aging, Entgiften, besser schlafen. Damit decken wir wirklich alle Probleme des modernen Menschen oder alle Thematiken des modernen Menschen einfach ab. Wir haben sofortiges Produktergebnis, wir haben Weltpatente, Alleinstellungsmerkmale, wir sind konkurrenzlos, wir haben Verbrauchsprodukt. Ich brauche das alles nicht zu erwähnen. Sie wissen das alles. Und das, solange Sie das wissen und dieses Wissen einfach dann auch umsetzen in die Tat, kann überhaupt nichts schiefgehen. Mit anderen Worten, im Endeffekt ist die Frage, warum jemand erfolgreich ist und jemand nicht, lediglich die Denkweise und die Einstellung, die jemand hat. Zwei Menschen schauen durchs Fenster, der eine sieht den Dreck auf der Scheibe und der andere freut sich über die schöne Aussicht. Die Frage ist doch im Endeffekt, wer von den beiden möchten Sie sein? Und wer von den beiden wird Ihrer Meinung nach der Erfolgreichere sein? Im Leben und natürlich auch im Vertriebsaufbau mit LifeWave. Man kann überall sich an Schwierigkeiten festhalten, wobei wir bei LifeWave zum Glück so gut wie gar keine haben. Oder man kann einfach konstruktiv und positiv die Dinge betrachten und beleuchten. Und das ist, wie gesagt, hier die Einstellung, das ist die Denkweise, die 85% des Erfolgs von vornherein mitentscheidet. Der erste Punkt ist natürlich, wenn Sie erfolgreich LifeWave betreiben wollen, klar, Erfolg ist immer das, was erfolgt. Von daher gibt es keinen negativen Erfolg, sondern es ist immer eine Frage von Ursache und Wirkung. Das ist uns allen vollkommen klar. Aber wichtig ist als erstes mal, dass Sie sich Raum für dieses Geschäft schaffen. Wenn Sie wissen, was Sie wollen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass Sie das auch umsetzen können. Das können Sie nur, indem Sie sich etwas abgrenzen, indem Sie sich in Ihrem Terminkalender feste Zeiten eintragen, in denen es nur LifeWave gibt. LifeWave ist ein Beruf, eine Berufung, möchte ich mal sagen. Das heißt aber ganz klar, Sie müssen es wie ein ernsthaftes Geschäft betreiben, wenn Sie Erfolg haben möchten. Und nicht einfach nur den negativen Erfolg, dass Sie das als Erfolg erzielen, was Sie eben nicht tun, wenn Sie mit Leuten. Wenn Sie mit zwei Leuten sprechen, nur mal als Beispiel am Tag, dann ist der Erfolg, der dabei rauskommt, von zwei Leuten, da sagt vielleicht einer, das klingt interessant, und von dem einen sagen dann 0,2 oder 0,1, das ist toll, ich mache dieses Geschäft mit. Das Endergebnis ist also null. Sagen wir einfach mal, das ist nicht der Erfolg, den Sie sich im Endeffekt gewünscht haben. Deshalb müssen Sie hier eine gewisse
Fleißarbeit bringen, eine gewisse Duplikationsfähigkeit an den Tag legen. Und das geht im Endeffekt nur über die gewisse Eigenmotivation. Wir sind ja alle selbstständig in diesem Geschäft. Das heißt, jeder ist sich selbst am nächsten und sich selbst verpflichtet. Denn das darf man einfach nie vergessen. Ich kriege immer wieder Anrufe von Leuten, die mir sagen aus meiner Downline, oh, komm, helf mir doch und mach doch mal und kannst du mir hier nicht mal jemanden einschreiben und kannst du nicht mal da machen. Über den Spillover kommt ja sowieso schon einiges rein an Einschreibetechniken. Aber das Entscheidende ist doch im Endeffekt immer wieder, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass jeder für sein eigenes Glück verantwortlich ist. Bei Life ist niemand angestellt, folglich muss man hier eigenverantwortlich sich um die Dinge kümmern, die wichtig sind, um sein eigenes Vorankommen, möchte ich mal sagen, beim weiteren Vertriebsaufbau zu sichern. Und da ist nur die ständige Eigeninitiative da, der entscheidende Motor, der eine gute Vertriebsstruktur sichert. Und das ist in erster Hinsicht mal die Kontaktfrequenz. Das ist das A und O. Sie können aber nur eine Menge Kontakte machen, wenn Sie sich dafür einen gewissen Raum schaffen. Und diesen Raum, sich zu schaffen, bedeutet schlicht und einfach, sich einen Kalender zu nehmen und in dem Kalender ein paar Zeiten während des Tages fest einzutragen. Ich persönlich, wenn Sie 2 bis 3 Stunden am Tag investieren wollen, empfehle ich zwischen 10 und 12. Das ist eine super Zeit, um Leute zu kontaktieren. Da erreicht man viele Menschen. Es ist eine sehr seriöse Zeit, weil jemand, der das hauptberuflich macht, sieht sofort, okay, hier muss nicht jemand am Abend die Sachen mit abtelefonieren. Und die zweite Zeit, die noch sehr gut ist, ist zwischen 16 und 20 Uhr. Nach 20 Uhr rufe ich persönlich niemanden mehr an, weil ich finde, dass irgendwann ein Arbeitstag auch zu Ende ist. Grundsätzlich kann man aber natürlich Menschen zu jeden Zeiten kontaktieren. Ursprünglich habe ich immer geglaubt, naja, also Montag ist ein schlechter Tag. Da sollte man vielleicht eher nicht anfangen. Die Leute kommen ja gerade aus dem Wochenende raus. Wenn die aus dem Wochenende rauskommen, dann sind die bestimmt am Montag ganz schlecht drauf. Und ja, dann werde ich die mal lieber nicht anrufen. Nachher fahren die mir über den Mund und wollen dann nicht. Ja, und Dienstag, ja, das ist eigentlich ja gut. Dienstag, das ist gut. Aber 9 Uhr, nee, da sind die vielleicht noch nicht wach, oder? Vielleicht sind sie noch nicht so weit. 10, ja, 10 könnte man mal anfangen, aber auf keinen Fall nach 12, weil um 12, da fangen die Leute vielleicht schon an, Mittagspause zu machen. Und dann nach der Mittagspause, ja, vielleicht schlafen sie dann erst mal, also vor 4 dann auch wieder nicht mehr. Ja, und ab 7 auf gar keinen Fall mehr. Und Mittwoch, ja, Mittwoch haben so viele frei, da wollen in der Wochenmitte, die müssen sie ja genießen. Sie sehen schon, wohin das Ganze läuft. Man kann sich selbst wunderbar so programmieren, dass man überhaupt gar keine Zeiten mehr frei hat, wo man Menschen anrufen, kontaktieren oder in anderer Weise für unser Live-Geschäft begeistern kann. Als ich dann einfach mal festgestellt habe, dass das ja meine eigene Glaubensüberzeugung ist, mein eigener Wirkmechanismus, der mich da blockiert hat und ich angefangen habe, im Endeffekt von morgens um 10 bis abends um 7 zu allen Zeiten zu telefonieren, wo es mir möglich war, hat sich auch meine Kontaktfrequenz unglaublich erhöht. Denn beim Telefonieren ist nicht das große Problem, die Gespräche mit den Leuten zu führen, sondern die Leute zu erreichen. Und das weiß man vorher nicht. Und das ist das, was am meisten Zeit kostet, weil sie immer wieder logischerweise Leute anrufen, die sie nicht bekommen. Deshalb schreiben sie sich auf jeden Fall dann auch gleich dahinter in ihrem Kalender, wann habe ich mit den Leuten gesprochen, beziehungsweise sie nicht erreicht, damit sie wissen, zum nächsten Mal, sie probieren es an einer anderen Zeit. Also sie sollen sich Raum für ihr Geschäft schaffen. Und sie sollen Ablenkung aus dem Weg gehen. Wie gesagt, ich lebe hier im Disneyland für Erwachsene. Gut, habe ich mir selbst ausgesucht. Ich bin ja kein Mallorquini, ich bin nicht hier geboren, sondern ich bin hierhin ausgewandert, weil ich hierher kommen wollte. Deutschland war auch sehr schön. Ich musste nicht fliehen oder sonst irgendetwas, aber mich hat es immer ans Meer gezogen. Und das ist einfach das Leben, was ich leben wollte. Und insofern habe ich einfach gesagt, wenn ich es nicht angreife, wer soll es dann tun? Es wird ja nicht funktionieren. Aber ich könnte natürlich auch den Tag über nur golfen, Tennis spielen, im Meer rumplanschen, am Strand liegen, in die Berge gehen. Wir alle haben etliche Ablenkungen. Ablenkungen sind genauso unsere Kinder, die wir haben, unsere Familie, der Hauptjob, den wir haben. Wir müssen uns einfach die Zeit für dieses Geschäft komplett selber freiräumen, sonst wird es nicht funktionieren. Im Endeffekt stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit meinen Partnern, mit meinen Vertriebspartnern telefoniere und ich höre ihre Glaubenssätze und ihre, warum was nicht funktioniert, denn es ist nun mal Realität, dass nicht jeder 4, 5 Leute in der Woche einsponsert, sondern bei einigen, die haben unglaublich viele verschiedene Sabotageprogramme, möchte ich das mal liebevoll formulieren, die sie daran hindern, erfolgreich Vertriebspartner akquirieren zu können. Und ohne Vertriebspartnerwachstum ist LifeWave zwar eine tolle Sache, aber die meisten Menschen arbeiten realistisch gesehen doch auch, um Geld zu verdienen. Und es ist auch eine super Kombination, wenn ich Menschen Impulse für mehr Lebensqualität in ihr Leben bringen kann, ohne jegliche Nebenwirkung, rein auf der geistigen, auf der quantenphysischen Ebene und auf der anderen Seite
als Ausgleich dafür auch noch einen schönen finanziellen Energieausgleich sozusagen als Dankeschön bekomme. Und das A und O, warum es bei einigen nicht funktioniert, ist lediglich ihr eigenes Warum. Und dieses Warum, das muss wirklich jeder für sich selbst herausfinden. Warum möchte ich bei Lifewave was immer auch machen? Wenn Sie Ihr Warum kennen, dann kann ich Ihnen und viele andere ganz einfach das Wie zeigen, wie Sie dorthin kommen können. Aber das Warum, das sind 85% der Miete, das ist Ihr Antrieb, das ist Ihre Motivation, das ist Ihr Ziel, was Sie einfach haben. Und wenn Sie das nicht haben, dann ist die ganze Schulung für die Katz, wenn Sie so wollen. Da brauchen wir nicht über Vertriebstechniken zu reden. Wie mache ich eine Einwandbehandlung? Was sage ich, wenn der sagt Nein? Und ich sage Nein, das kann ich gut verstehen, dass Sie das jetzt sagen. Das hätte ich an Ihrer Stelle auch gesagt. Das klingt ja auch viel zu gut, um wahr zu sein. Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Wie wäre es denn, wenn das jetzt tatsächlich funktioniert? Würden Sie, wenn ich Ihnen diese Pads schicke, die dann ausprobieren? Besser natürlich noch den Leuten, das selbst zu kleben, wenn man die Möglichkeit hat. Aber ich sitze hier auf meiner Insel und ich muss dementsprechend den Leuten die Pads zum Großteil schicken. Und habe trotzdem, ich glaube, recht gute Einschreibequoten. Das heißt, Leute, die Menschen vor sich haben, denen sie die Pads direkt kleben, haben noch viel bessere. Im Endeffekt ist es, darauf möchte ich nur hinauskommen, es ist ihre eigene Entscheidung. Und wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, zu sagen, jawohl, die Präsentation von der Sonja und dem Gerhard und von dem Mike Reinemar, in dem Fall zum Beispiel dann über den Vergütungsplan, das hat mich überzeugt. Es gibt kein Argument gegen LifeWave. Der Verdienst ist klasse, die Provisionsauszahlung mit der Global Cash Karte, das Unternehmen, das seit 7 Jahren auf dem Markt ist, die Produkte, die in über 120 Ländern der Erde zugelassen sind, die 170.000 Vertriebspartner weltweit und nur 550, die wir in Deutschland haben, also Stunde Null und. Ich könnte jetzt wieder hunderte von Argumenten Ihnen bringen, die mir einfach in Fleisch und Blut übergegangen sind, weil ich davon einfach überzeugt bin und mir das überlegt habe, so wie das aus Ihnen sicherlich auch aus Überzeugung raussprudeln wird. Aber der erste Schritt für Sie alle, für uns alle, muss immer sein, ich muss mich erstmal entscheiden. Dafür empfehle ich zum Beispiel eine Zielvereinbarung zu unterschreiben mit Ihnen selbst. Sie sind, wie gesagt, nur sich selbst verantwortlich, was Sie hier tun. Und dementsprechend seien Sie sich darüber im Klaren, wie viel Zeit möchten Sie investieren, wie viele Partner möchten Sie im Monat akquirieren, was brauchen Sie, damit Sie Ihre Ziele erreichen können. Und dann entscheiden Sie sich. Entscheiden Sie sich, das einfach zu tun. Sie werden es mit Sicherheit nicht bereuen. Glaubenssätze hat, wie gesagt, immer sehr viel damit zu tun, was glaube ich dementsprechend, warum kann es nicht klappen? Und das sind ganz tiefe verankerte Dinge, die häufig schon aus unserer Kindheit kommen. Ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos, ich kann kein Geld verdienen, ich kann nicht verkaufen, egal was es ist. Machen Sie Schluss mit diesen Glaubenssätzen, das ist Blödsinn, Sie behindern sich nur selbst. Ich möchte Ihnen mal so ein paar der ganz klassischen Glaubenssätze nennen, die mir immer wieder begegnen, wenn ich mit Leuten aus meinem Team und auch mit anderen Leuten, die ich gerne für LifeWave gewinnen möchte, höre, die mir versuchen zu erklären, warum sie einfach für dieses Geschäft nicht geeignet sind. Und deshalb fragen Sie sich einfach mal selbst, glauben Sie daran, dass Sie die Fähigkeit besitzen, Geld zu verdienen? Denn viele Menschen glauben lustigerweise, oder sagen wir mal lieber einige, dass Geld, wenn man wirklich richtige Massen davon verdient, schon was Unanständiges ist. Und wenn Sie Network ernsthaft betreiben, dann haben Sie zumindest die Chance, hier wirklich ein Einkommen zu erzielen, wie Sie viele Wirtschaftsbosse gerade mal haben. Das ist nach oben hin absolut offen. Und in meinem letzten Unternehmen war ich nach 2 Jahren im Million-Dollar-Circle. Das ist schon mal nicht so wahnsinnig schwierig gewesen. Und das geht bei LifeWave genauso, das ist ganz klar. Fragen Sie sich einfach mal selbst, für sich ist es vollkommen in Ordnung für Sie, Geld zu verdienen, durchaus auch mehr Geld verdienen zu können. Die zweite Frage, die Sie sich stellen sollten, um Ihre Glaubenssätze einfach mal zu überprüfen, weil jeder sagt natürlich als erstes mal, wieso? Ich glaube doch nicht, dass ich kein Geld verdienen kann, ist ja vollkommener Bullshit. Hinterfragen Sie sich einfach mal, es ist nur eine Anregung. Glauben Sie, dass passives Einkommen zu verdienen besser ist als andere Einkommensmöglichkeiten? Wie ja schon Winston Churchill so schön sagte, nee, es war Henry Ford, Entschuldigung. Der sagte, ich verdiene lieber 1% von 100 Menschen als 100% von mir allein. Denn der Weg im Network Marketing ist am Anfang ein etwas steiniger. Sie steigen hier nicht ein auf der Führungsposition Direktor oder Sie werden nicht von vornherein als Führungskraft bezahlt, sondern Sie müssen sich hier wie der Tellerwäscher in Amerika Ihren eigenen Weg erstmal entwickeln.
Da ist es egal, ob Sie Jura oder BWL studiert haben, wie ich zum Beispiel. Das interessiert keinen Menschen. Hier interessiert es nur, was entsteht für einen Umsatz in Ihrer Downline, für die Sie verantwortlich sind, und danach werden Sie bezahlt. Wenn Sie aber verstehen, dass wenn Sie hier ein, zwei Jahre das mal durchziehen, wenn Sie sozusagen heute Opfer bringen, um morgen Erfolg zu haben, wenn Sie bereit sind, das zu tun, was andere nicht tun wollen, dann können Sie dafür natürlich auch morgen das tun, was andere nicht tun können. Nämlich erheblich weniger zu arbeiten. Und das ist in einem Vergütungsplan, wie ihn uns LifeWave bietet, bei dem wir gerade mal im Idealfall in zwei Beinen drei Leute jeweils gesponsert haben müssen, um in die höchste Positionsstufe zu kommen, um von vornherein, wenn es einigermaßen läuft, hier den Matching-Bonus in drei Ebenen tief zu verdienen. Denn ich weiß, was Matching-Bonus ist. Sie verdienen von der Provision, die Ihre Partner verdienen, die Sie selbst gesponsert haben, 25%. Von den Partnern, die Ihre Partner gesponsert haben, verdienen Sie nochmal 20%. Und von denen in der dritten Ebene, die Sie vielleicht schon gar nicht mehr kennen, haben Sie auch nochmal 20%. Das heißt, wenn in der dritten Ebene jemand ist, der so wie ich, nur mal als Beispiel, relativ gut dabei ist und sagen wir es mal als theoretisch, wir wollen ja keine weiteren Zahlen nennen, der verdient einer 10.000 Euro, dann haben Sie von vornherein schon mal 2.000 Euro mehr auf Ihrem Konto drauf. Wenn man sich darüber im Klaren ist, dass diese Möglichkeiten hier bei LifeWave funktionieren, dann müssen Sie darüber sich auch im Klaren sein, dass Sie heute etwas dafür tun müssen, damit Sie morgen dafür sozusagen aus Ihrer Saat auch die Ernte wiederum auffahren können. Und das ist nur im Empfehlungsmarketing möglich, eine dermaßene Form von passivem Einkommen zu generieren. Glauben Sie denn in Ihrem Herzen und Geist, dass LifeWave wirklich das richtige Unternehmen für Sie ist? Dass das Unternehmen mit den besten Möglichkeiten ist, hier ein passives Einkommen aufzubauen? Sie merken es vielleicht, ich bin davon absolut überzeugt. Und ich muss es deshalb gar nicht in den Gesprächen mit meinen zukünftigen Interessenten oder Interessenten und zukünftigen Partnern wäre natürlich korrekter, erwähnen, weil die Leute spüren das. Die Stimme ist Stimmung. Und Stimmung überträgt sich. Das ist wie unsere Pets. Das ist eine Frage der Resonanz. Das heißt, wenn Sie von etwas überzeugt sind und Sie reden über etwas und es kommt klar und deutlich rüber und man hört in Ihrer Stimmung, in Ihrer Schwingung, dass Sie es ernst meinen, dass Sie demjenigen, mit dem Sie reden, wirklich nur etwas Gutes anbieten wollen, dann wird Ihr Gegenüber das automatisch unterbewusst spüren. Dann nimmt er Sie ernst. Und das ist das Entscheidende. Sie müssen erstmal selbst begriffen haben, was Sie hier für Möglichkeiten haben. So viel mal zum Thema Glaubenssätze. Vielleicht noch als letztes, glauben Sie denn, dass Sie selbst Präsident bei LifeWave werden können? Also Sie sollen jetzt nicht David Schmidt werden, sondern der Präsident ist die höchste Position in unserem Vergütungsplan. Können Sie sich das vorstellen? Können Sie sich das bildlich vorstellen, dass Sie diese Position in zwei, drei Jahren innehaben? Wenn Sie das können, glauben Sie dann auch, dass jede Person, die Sie ansprechen auf unser LifeWave-Geschäft, genauso Präsident im LifeWave-Karriereplan werden kann? Sie sollten es glauben, denn es ist absolut möglich. Und es ist alles nur eine Frage der Resonanz, in der wir uns befinden. Sie kennen das ja, den Talmud, da steht so schön, achte auf deine Gedanken, sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, sie bilden deinen Charakter. Achte auf deinen Charakter, er bestimmt dein Schicksal. Was heißt denn das? Im Endeffekt heißt das nichts anderes, dass die Energie, die wir bewusst in unsere Gedanken stecken, zur Realität führt. Und wenn Sie, wie viele, die Vergangenheit dafür verantwortlich machen, dass Sie heute da stehen, wo Sie stehen, teilweise nicht unbedingt da, wo die Leute stehen möchten, und es war in der Kindheit, oder es war, dass man eben pleite gegangen ist, oder man hat Insolvenz anmelden müssen mit einer anderen Firma, oder man hat jetzt auf weil er an der Mann verlassen hat und mit dem Geld durchgebrannt ist, mit einer jungen Freundin, was auch immer, was man alles so täglich hört. Es gibt immer Gründe, warum Dinge so sind, wie sie heute sind. Entscheidend ist aber doch im Endeffekt einfach, dass wir selber das sein müssen, was wir uns ersehnen. Und erst dann kann es uns selbst auch begegnen. Das ist ein universelles Gesetz. Das ist das Gesetz der Anziehung. Das heißt, wir müssen uns erfolgreich fühlen, damit wir erfolgreich werden können. Wir müssen uns vorstellen können, dass wir Präsident bei LifeWave sind, damit wir auch die Möglichkeit haben, es zu werden. Ich meine, ob das jetzt Liebe ist, ob das Gesundheit ist, Ehrlichkeit, Reichtum, einfach alles, was wir uns wünschen, das müssen wir zuerst einmal in uns tragen. Das weiß im Endeffekt jeder. Man muss es einfach nur tun und man muss es einfach nur umsetzen.
Gut, das Gesetz der Anziehung ist im Endeffekt nichts anderes als Quantenphysik. Und das ist genau wie unsere Pets auch. Es ist immer eine Frage wie innen, so außen. Und umgekehrt natürlich auch. Seien Sie sich nur nochmal darüber im Klaren, es kann Ihnen passieren im Empfehlungsmarketing, im Network Marketing, dass der ein oder andere im Umfeld einen dann auch schon mal komisch anguckt und sagt, ach Gott, oh Gott, der macht Network Marketing, das gibt es ja wohl gar nicht. Kann der nicht was Besseres machen? Das habe ich von meinen eigenen Eltern zu hören bekommen. Mein Gott, Junge, du hast Jura und BWL studiert. Und jetzt machst du Network. Unter dem Motto, wie kannst du uns damit bestrafen? Irgendwann einmal haben die dann begriffen, dass mir das unglaublichen Spaß macht und dass es auch durchaus möglich ist, in diesem Bereich genauso viel zu verdienen, wie in dem Job, den ich sonst hätte machen können, wenn ich in meinem, wenn ich in einem Angestelltenverhältnis oder auch in der Kanzlei in irgendeiner Form gesessen hätte. Wichtig ist einfach, dass Sie darüber im Klaren sind, dass es vollkommen unwichtig ist, was andere über Sie denken. Am Anfang werden die Leute über Sie lächeln, wenn sie mitbekommen, Sie machen vielleicht Network Marketing. Wichtig ist einfach nur das, was Sie über sich selbst denken, denn Sie sind der Schöpfer Ihrer eigenen Welt. Und wenn Sie sagen, das ist mein Weg und das wird funktionieren, wir haben ja nun nicht unbedingt, Sie sind ja kein Pionier in dem Bereich. Wir haben ja bei Lifewave, wenn Sie sich mal im internen Bereich, das nennt sich ja Extranet bei Lifewave, die Top-Earner anschauen, dann sehen Sie da ja sechs, sieben Leute, die über 100.000 Dollar im Monat verdienen. Also es ist ja durchaus nichts, was Sie neu erfinden müssen. Alles, was ein anderer Mensch schon geschafft hat, das können Sie selbst auch schaffen. Denn es war niemand in Deutschland, der die Wiese abgemäht hat, sondern das waren Leute in Frankreich, in Kanada, in USA, in Ländern, in denen Sie zum Großteil sowieso jetzt nicht unbedingt Ihre direkte Kontakte machen wollten. Also akzeptieren Sie einfach, dass Sie es wert sind, wirklich erfolgreich zu sein und mindestens, was auch immer Sie möchten, 1.000, 2.000, 5.000 oder 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Und so kann es dann dementsprechend auch passieren. Ich muss mal einen kleinen Schluck Wasser trinken. Moment. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich kann es aber immer nur wiederholen. Es ist so wichtig, dass wir selbst uns immer an die eigene Nase fassen. Wenn wir mit dem Zeigefinger auf jemand anderen zeigen, dann zeigen vier Finger automatisch auch immer auf uns selbst. Wir sind verantwortlich für unser eigenes Leben und genauso dementsprechend natürlich für unser Lifehave-Geschäft. Und nur wenn wir das wirklich verinnerlicht haben, nur dann sind wir in der Lage, auch wirklich einen Fortschritt zu erzielen. Und ich habe immer die Wahl, selbst zu entscheiden, wohin ich gehe und was ich tue. Das ist ganz wichtig. Das ist die Grundbasis. Das ist so diese 85% der Einstellung von vornherein, ihrer Denkweise. Man hört ja manchmal so, der hat aber eine Denke. Genau das ist es. Da möchte ich jetzt auch mit abschließen. Es ist nur ganz klar, wie gesagt, das Beispiel mit dem Fenster vorhin, mit der Scheibe. Was haben die lieber in ihrem Umfeld? Menschen, die alles pessimistisch sehen, die überall nur das Negative drin sehen, oder Menschen, die positiv denken, die auch mal einen Gegenpol setzen in einer Welt, in der wir nun wirklich, wenn man die Nachrichten sich anguckt oder auch nur die Zeitung aufschlägt, nicht unbedingt nur die positivsten Nachrichten lesen, sondern im Prinzip viele Dinge erleben, die einen im Endeffekt runterziehen könnten. Wenn Sie positiv sind, dann ziehen Sie Menschen an, die auch positiv sind. Wenn Sie selbst in vielen Dingen Problemchen mal sehen, wie gesagt, ich will da keinen Zeigefinger erheben, das ist ja vollkommen neutral, ich bin selbst sicherlich manchmal auch in einigen Dingen nörglerisch, aber Sie werden feststellen, aufgrund der Resonanz, Sie ziehen die Leute an, was Sie selbst eben auch ausstrahlen. Und wenn Sie sich mal näher mit der Thematik beschäftigen wollen, gehen Sie mal ins Internet auf YouTube und schauen sich mal den Film Validation an. Validation ist die Geschichte von einem Mann, der in einem Parkhaus sitzt und die Parkscheine abstempelt, freistempelt sozusagen, für Menschen, die in einem zum Beispiel umrandeten Gebäude eingekauft haben und dementsprechend frei parken können. Und dieser Mann macht den ganzen Leuten, die zu ihm kommen und die dann aus ihrem Alltagstrott mit runterhängenden Schultern und runterhängenden Mundwinkeln stehen, ein Geschenk. Denn er guckt sie an und sieht das Schöne und Positive in ihnen. Und er ist sich auch nicht zu schade, den Leuten das zu sagen. Und die Leute strahlen alle. Und die Art, wie er das macht, das müssen Sie sich einfach mal anschauen. Das ist genau die Art, wie man verkauft. Man stellt eine Sympathiebasis mit seinem Gegenüber her und man kann an jedem Menschen etwas Positives sehen. Und wenn Sie das auch zum Ausdruck bringen und demjenigen sagen, ich meine, fragen Sie sich doch mal selbst, würden Sie sich nicht auch freuen, wenn Ihnen ein Mensch in Ihrem Umfeld ein ernst gemeintes, ehrliches Kompliment macht, wenn er Sie nett anlacht
und ihnen etwas sagt, was jemand anders zu ihnen noch nicht gesagt hat und was aber sie annehmen können, weil es wirklich wahr ist, das sollten sie auch üben. Komplimente zu machen, nicht zu schleimen. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dem anderen eine Anerkennung und eine Wertschätzung zu geben. Denn wenn wir jemanden für etwas begeistern wollen, dann vermarkten wir als erstes mal uns selbst. Und wir müssen der erste Faktor sein. Wir müssen der erste Partner sein. Der erste Teil, der im Unterbewusstsein des anderen gleich hört, boah, der ist sympathisch. Das ist aber ein netter Typ. Wenn das innerlich schon Klick macht, dann haben sie schon halb gewonnen, weil unsere Produkte sind eh genial. Da gibt es ja gar nichts gegen einzuwenden. Wer sich damit beschäftigt, der wird keinen Grund finden, warum er LifeWave nicht machen sollte oder könnte. Deshalb schauen Sie sich mal diesen Film Validation an. Den gibt es in Deutsch auf zwei Teilen und es gibt ihn in der Originalversion in Englisch. Schauen Sie sich mal beides aus Spaß an, wenn Sie die Zeit dazu sich nehmen möchten. Sind, glaube ich, 12 oder 13 Minuten. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr wertvoller Beitrag, um einfach zu sehen, wie schön und smart man mit seinen Menschen im Umfeld umgehen sollte und umgehen kann, um den dementsprechenden Erfolg zu erzielen. Unser Geschäft ist ganz simpel. Wir setzen uns als erstes mal Ziele. Was möchte ich erreichen? Einige machen Vision Quest, einige machen Zielcollagen. Ist auch ganz schön, wenn es materielle Dinge sind oder auch nicht. Es können ja auch immaterielle sein. Machen Sie mal eine Collage mit Bildern, die das ausdrücken, was in Ihnen an Träumen und an Wünschen schlummert. Denn nichts ist so stark wie ein Bild im Transportieren von Gefühlen, von Emotionen. Für die, ich bin ja nun zum Beispiel ein Mann, ich stehe zum Beispiel einfach auch auf Autos, ich kann es leider nicht anders sagen, das ist nicht alles und Geld macht nicht glücklich, aber ich stehe zum Beispiel einfach auch auf schöne Autos. Und als ich 30 war, das war der Bereich, also vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren, als ich ins Network eingestiegen bin, da kam gerade die neue Mercedes SL-Klasse auf den Markt. Also das jetzige Modell, aber das eben damals ganz brandneu auf den Markt kam. Und ich fand das Ding toll. Ich hätte es mir nie leisten können zum damaligen Zeitpunkt. Aber ich bin ins Autohaus gegangen, habe mich da reingesetzt, habe das Ding Probe gefahren und dann habe ich es einfach bestellt. Ich habe mir das Auto bestellt, obwohl ich das Geld überhaupt noch nicht dazu hatte. Denn damals hatte die Karre noch 9 Monate Lieferfrist. Und in diesen 9 Monaten hatte ich eine Motivation, ich hatte ein Ziel, ich wusste, wo ich hin wollte. Und ich habe mir in diesen 9 Monaten das Geld für dieses Auto durch mein damaliges erstes Network verdient. Ist nur ein Beispiel. Sie können das natürlich auch ganz andere Dinge nehmen. Die Ausbildung Ihrer Kinder zu finanzieren, in 5 Jahren in die Rente zu gehen, eine Weltreise zu machen, was auch immer. Machen Sie sich mal so eine Zielcollage, hängen Sie sich die irgendwo hin, wo Sie die regelmäßig sehen und terminieren Sie von vornherein, bis wann möchten Sie das erreicht haben. Denn nur wenn Sie das ganz konkret festgemacht haben, dann weiß das Universum auch, was es für Sie zu tun hat, beziehungsweise Sie natürlich auch für sich selbst, sehen immer wieder das mahnende Bild, das möchte ich doch bis dahin erreicht haben. Werde ich das mit meinem bisherigen Arbeitseinsatz auch schaffen können? Und Sie werden sich immer wieder selbstkritisch hinterfragen und Ihre Eigenverantwortung erkennen. Wenn Sie sich Ihre Ziele gesetzt haben, gerne auch mit mir, wenn Sie möchten, machen Sie eine Zielvereinbarung. Ich habe dafür auch Blätter, die nenne ich Erfolgsplanung. Da schreiben Sie einfach ein, was möchte ich denn erreichen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr? Wie viele Partner möchte ich haben? Wie viel Umsatz möchte ich in meiner Downline haben? Welche Position möchte ich haben? Und was möchte ich vor allen Dingen verdienen im Monat? Erstellen Sie sich eine Liste mit den Namen der Leute, die Sie gerne für LifeWave gewinnen möchten. Die Menschen, mit denen Sie sich gerne umgeben. Denn Sie haben den großen Vorteil gegenüber allen anderen Jobs und Berufungen, dass Sie sich Ihre Partner aussuchen können, mit denen Sie arbeiten möchten. Wenn Ihnen jemand von vornherein unsympathisch ist, dann sprechen Sie ihn doch nicht aufs Geschäft an. Was wollen Sie denn dann mit dem? Dann müssen Sie sich ja später mit dem auch mehr beschäftigen. Nehmen Sie nur die Leute, die Ihnen richtig sympathisch sind, denn das wird Ihr Geschäft beflügeln und voranbringen. Danach laden Sie die Leute ein, entweder zu sich selbst, um ihnen in dieser zweiminütigen kinesiologischen Vorführung klarzumachen, wie man mit den Pads arbeitet. Alternativ laden Sie sie ein zu den Webinaren. Wir sind ja von Sonntag bis Mittwoch bis unter die Zähne gerüstet. Und ich erlaube mir jetzt einfach mal ganz frech zu sagen, wenn jemand am Montag partout nicht kann, ja, dann laden Sie ihn doch mal am Sonntag ein oder am Mittwoch. Das ist zwar theoretisch für Vertriebspartner, aber ich erlaube mir jetzt einfach mal zu sagen, die Zusammenfassung, die ersten 15 Minuten, die der Gerhard da macht, die sind dermaßen prägnant und klasse auf den Punkt gebracht, dass jeder, auch als Gast, der da reinkommt, sofort dann weiß, wo der Hammer hängt. Nämlich, was unsere Produkte können und was sie bewirken und dementsprechend, wenn man dann einen Schritt weitergeht, wie genial es ist, dieses Geschäft zu betreiben. Das ist doch das Einzige, was Sie rüberbringen wollen. Laden Sie die Leute ein, schicken Sie sie auf eine Präsentation oder präsentieren Sie selber.
Und danach ist die Sache relativ einfach. 50% der Leute registrieren sich dann. Und die, die sagen, ich möchte das nur mal ausprobieren, ja, die registrieren sich doch auch. Warum soll ich jemanden Produkte erstmal schicken für den ganzen Monat? Und ich schicke ihm dann eine Rechnung, möglichst noch zum Einkaufspreis, weil ich an ihm erstmal nichts verdienen möchte, sondern ich möchte ja mit ihm zusammen verdienen. Das ist übrigens immer ein guter Satz. Die Leute merken, man möchte mit demjenigen im Team arbeiten, man ist an ihm interessiert. Nicht intim, aber im Team. Und das heißt in diesem Fall nicht Team, together, everyone achieves more, also jeder erreicht mehr, sondern wir arbeiten wirklich im Team zusammen, jeder mit dem anderen. So, dann registrieren Sie die Leute, denn ich sage den Leuten immer, schauen Sie mal in die Richtlinien. Punkt 7. Sie haben 4 Wochen lang die Möglichkeit, das Produkt zurückzugeben, wenn Sie nicht vollends zufrieden sein sollten. Wo ist also Ihr Risiko? Sie zahlen jetzt $25, haben Ihre eigene Webseite, haben Ihre Registrierungsgebühr nicht für ein Jahr, nicht für 2 Jahre, sondern für immer bei LifeWave und Sie können die Produkte von vornherein zum Einkaufspreis beziehen. Was spricht jetzt dagegen, wenn Sie die Produkte ausprobieren möchten? Wenn Sie sich jetzt registrieren, haben Sie vielleicht den Vorteil, dass Leute, die sich nach Ihnen registrieren, bereits bei Ihnen in der Downline drinstehen. Sie kriegen sozusagen Spillover. Sie haben also nichts zu verlieren. Ganz im Gegenteil, Sie können nur dazu gewinnen. Und nach dem Registrieren geht es eben ins Trainieren. Unsere Dienstagscalls machen Sie mit den Leuten die Zielvereinbarung, so wie wir das jetzt eben auch gerade besprochen haben. Wie sieht eine klassische Zielvereinbarung aus? Sie schreiben sich ganz simpel auf, erster Monat, zweiter Monat, dritter Monat, wie viele persönliche Kunden, wie viele neue Partner, das hatte ich eben schon kurz erwähnt, vielleicht kann man es hier auch nicht so gut drauf sehen. Welche Position möchten Sie gerne haben, wobei Positionen oder Titel sind Schall und Rauch, das ist nicht wirklich das Entscheidende. Das Entscheidende ist natürlich, was möchten Sie verdienen und bringen Sie es konkret auf den Punkt. Denn dann können wir auch gemeinsam herausfinden, was Sie dafür tun müssen, um dieses Ziel erreichen zu können. Ups. Ja, starten Sie durch mit Vollgas. Das ist auch nie verkehrt. Also, was muss ich denn tun, wenn ich etwas Geld verdienen möchte? Sagen wir mal, Sie möchten in einem halben Jahr 5.000 US-Dollar im Monat verdienen. Dafür brauchen Sie jeden Monat 4 neue Partner. So einfach ist das. Und die 4 neuen Partner brauchen auch wiederum 4 neue Partner. Hört sich das viel an? Also ich persönlich finde nicht, denn das bedeutet ein neuer Partner pro Woche. Das könnte man schaffen. Wenn Sie sagen, nee, das schaffe ich nicht, das ist mir viel zu viel, ich bin auch damit zufrieden, wenn ich in einem Jahr 5.000 Dollar monatlich verdiene, dann sponsern Sie eben 2 Partner im Monat. Aber wenn Sie sagen, ich sponsere nur 2, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass in Ihrer Downline sich das dupliziert und die Leute dann auch nur noch 2 sponsern, auch relativ groß. Und wenn Sie sagen, nee, also ich bin damit zufrieden, wenn ich in einem Jahr 1.700 Dollar monatlich verdiene, dann brauchen Sie genau einen Vertriebspartner im Monat dazu. Warum? Weil wenn sich jeder mit dem Faktor 1 dupliziert, dann sind Sie nach einem Jahr bereits 4.096 Vertriebspartner. Und ich habe jetzt einfach mal die Hälfte der Möglichkeiten kalkuliert, die es da gibt. Und vor allen Dingen habe ich das Ganze mit gerade mal schlappen $100 Umsatz im Monat gerechnet. Nämlich nur mit dem, was da persönlich bei den Leuten rüberkommt, sozusagen an Umsatz. Also, ich rechne das so. Sie brauchen für einen Cycle 990 Punkte. Im schlimmsten Fall müssen Sie diesen Cycle selber machen. Also die 990 Punkte, links 360, rechts 330 zum Beispiel oder umgekehrt gleich $50. Das ist ja ein Cycle, den Sie bekommen. Ich habe jetzt also einfach mal mit einer 5%igen Provision gerechnet, weil wenn Sie diese 990 Punkte mit Ihrer Downline komplett alleine machen müssten, würden Sie immer noch, wenn Sie den Umsatz, den Sie dafür tätigen müssen, auf die 50 US-Dollar umrechnen, können Sie ja mal nachrechnen, würden Sie immer noch 5% Provision bekommen. Im Idealfall, wenn Sie nur ein Bein aufbauen müssten, wären es übrigens 20% Provision. Und ich habe jetzt nur mal mit den 5% Provision gerechnet. Wenn Sie also 4 Personen sponsern, ja, nur mal als Beispiel, dann haben Sie bei einem Business-Volumen, bei einem Punktevolumen von 100 Punkten im Monat, und wie viele Leute steigen bitte schön mit Silber ein? Wie viele Leute steigen mit Gold ein? Und ich persönlich kann zum Beispiel sagen, ich habe inzwischen 16 Diamanten gesponsert in den letzten 3,5 Monaten. Also das scheint auch den einen oder anderen durchaus zu interessieren. Wie passiert das bei mir übrigens? Ganz einfach, ich bin selbst auch als Diamant eingestiegen. Und die Leute fragen mich natürlich, ja, was ist denn jetzt? Wie soll ich denn hier einsteigen? Da sage ich, naja, also Gold macht Sinn, Diamant ist noch cleverer. Ja, warum, wieso? Ja, wenn du als Diamant einsteigst, dann wirst du bei jedem Diamant, der bei dir innerhalb der ersten 3 Monate einsteigt, $500 sofort Bonus bekommen. Das heißt, in 3 Monaten 3 Diamanten einschreiben, mit anderen Worten, jeden Monat einen einzigen. Und du hast deine eigenen Warenpackung, deine eigene Investition schon komplett wieder raus. Ach ja, das ist ja ganz interessant.
Und als was bist du eingestiegen? Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin als Bronze eingestiegen, glauben Sie, da würde dann jemand sagen, oh toll, ich steige als Diamond ein, ist eine tolle Empfehlung? Sicherlich nicht. Wenn ich sagen würde, ich bin als Gold eingestiegen, ich habe auch nicht upgegradet zu Diamond, ich bin jetzt Gold, was wird denn derjenige sagen? Das ist eine gute Idee, ich steige auch als Gold ein. Und dadurch, dass ich als Diamant eingestiegen bin, sagen lustigerweise viele Leute zu mir, das macht Sinn, das mache ich auch. So einfach kann das gehen. Aber wir reden hier nicht von 600 Punkten aus dem Diamantpaket, wir reden von 100 Punkten pro Person, die hier reingeschrieben wird. Und wenn Sie 4 Personen im Monat sponsern, also jede Woche eine einzige, und ich denke, das wäre ein Ziel, was man erreichen könnte, dann haben Sie im zweiten Monat 16 Leute, im dritten Monat haben Sie 64 Leute. Ich habe es übrigens als Ebenen mal ausgedrückt, weil die Ebenen heißt ja, dass jeder sich im nächsten Monat auch wiederum so dupliziert. Nur mal als Beispiel, es ist ein rein theoretisches Modell. Ich sage nicht, es wird so kommen. Es ist nur mal ein Rechenbeispiel, um zu zeigen, wie Duplikation und vor allen Dingen, wie exponentielles Wachstum funktioniert. Denn bereits nach nur 6 Monaten haben Sie insgesamt, wenn sich jeder im Monat oder jeder in der Woche einen einzigen weiteren Vertriebspartner findet, dann sind wir, oder dann sind Sie, je nachdem, 5.460 Leute nach einem halben Jahr insgesamt. Und wie gesagt, jeder hat mal insgesamt einen Umsatz von 100 Punkten gemacht. In der gesamten Zeit, ja, ich rede nicht von jedem Monat, ich rede von 100 Punkten innerhalb dieser 6 Monate. Sie sehen, ich rechne wirklich nicht nur niedrig, ich stapel so tief, dass ich schon Tunnel grabe. Und dann hätten Sie, wenn Sie nur 5% Provision anrechnen, wie gesagt, und das entsteht nur dann, wenn Sie beide Beine komplett selbst aufbauen, ohne auch nur einen einzigen von oben aus dem Spillover reinzubekommen, dann hätten Sie einen Umsatz bzw. eine Provision von $27.500. Das ist natürlich dann auf dieses halbe Jahr insgesamt gerechnet. Und wenn Sie dementsprechend die $27.500 wiederum durch 6 teilen, dann sind Sie bei den von mir angegebenen Betrag, den Sie dementsprechend dann monatlich erzielen würden, nämlich 4.595, also sagen wir mal $5.000. Da erinnern Sie sich vielleicht noch dran, das war die Folie vorher. Ich kann es Ihnen ja auch gerne nochmal zeigen. Da waren wir, wollen Sie, ui, ein zu weit, Verzeihung, hier. Wollen Sie in einem halben Jahr US$5.000 monatlich verdienen, dann brauchen Sie 4 Vertriebspartner monatlich. So habe ich das jetzt mal erklärt, wie ich auf diese Zahlen komme. Jetzt machen wir mal nur aus kleinem Spaß an der Freude nochmal einen kleinen Extratucken mehr. Weil dieses Extratückchen mehr Arbeit, das bringt den entscheidenden Unterschied. Und das ist auch das, warum ich vorhin reingeschrieben habe, um 7:30, wieso sind Sie jetzt schon im Konferenzraum? Wir fangen um 8 Uhr an. Wenn Sie eine halbe Stunde im Konferenzraum sitzen, ich meine, ich denke mal, Sie sitzen da nicht, Sie werden sicherlich was anderes noch in der Zeit gemacht haben, aber in dieser halben Stunde können Sie locker noch mit 2, 3 Leuten sprechen über unser Geschäft, wenn Sie telefonische Erstakquisition machen, 2, 3 Minuten, Interessewecker. Wenn Sie also nur eine einzige Person mehr im Monat sponsern, Sie machen nicht einen in der Woche, Sie machen 1,25 in der Woche oder auch auf den Monat gerechnet 5 Leute, dann haben Sie, um es ganz kurz zu machen, bereits im sechsten Monat 15.625 Partner und nicht 4.096, wie wenn Sie 4 hätten. Sie sehen, eine einzige Person mehr im Monat macht einen brutalen Unterschied, weil Sie hätten dann bereits ein Umsatzvolumen von $19.530.000. Also Punkte. Und Punkte ist ja im Endeffekt gleich Dollar. Das hieße, Sie hätten, wenn Sie das komplett selbst machen müssten, also im linken und rechten Bein, beide Beine voll aufbauen müssten, keiner kommt von oben von ihrer Upline damit runter, theoretisch, ja? Also 5% Minimalrechnung, Worst Case, schlechteste Rechnung, die man überhaupt machen kann. Und das Ganze wieder nur mit 100 Punkten auf 6 Monate insgesamt. Dann hätten Sie $98.636 verdient. Es ist nur eine Theorie. Es geht mir auch nicht darum, dass ich jetzt behaupte, dass jeder nach einem halben Jahr $98.000 verdient, was aber in der Tat ja schon ganz beachtlich wäre, denn wenn Sie das wiederum durch diese 6 Monate mal teilen, dann sind Sie immerhin schon bei irgendwie sowas, glaube ich, $16.400 oder sowas im Monat. Es geht mir nur darum, Ihnen zu zeigen, das Extraquäntchen Arbeit, die 10% mehr, die Sie an Arbeit leisten, die bringen einen wahnsinnigen Unterschied und das ist es, worum es geht. Das sollten Sie einfach für sich selbst mal mit reinbringen. Aber keine Sorge, es muss sich hier keiner kaputt machen. Man kann auch einfach aufgrund von unserem genialen Marketingplan ein bisschen Glück haben und ein bisschen abwarten. Und wenn Sie mal eine Zeit lang nichts machen, ist das auch nicht so dramatisch. Gut, es wächst vielleicht nicht mehr ganz so schnell, aber es kann auch sehr schnell wachsen. Bei mir war es so, ich bin vor 5, 3 Vierteljahren oder vor 6 Jahren mittlerweile bei LiveWave eingestiegen.
Die Produkte waren genial. Es gab damals den Energy Enhancer, es gab den Ice Wave. Und ich glaube, das war's. Das Dumme war nur, es gab keine Zulassung für die Produkte. Die Produkte waren damals schon sensationell. Und was folgte? Klar, die Leute haben gesagt, komm, ich klebe dir eine und deine Schmerzen sind weg. Also Heilaussage pur. Und das Ganze mit einem Produkt, das nicht zugelassen ist im Markt, eine ziemlich heiße und gefährliche Sache. Damals hieß es, die Zulassung kommt, aber sie kam nicht. Und ich bin rot strukturiert. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mitbekommen, der sich mit Struktogrammen auskennt, also Persönlichkeitsanalysen. Dementsprechend hat mir das zu lange gedauert und ich habe gesagt, nee, dann lief mir ein anderes Network-Marketing-Unternehmen über den Weg und dann habe ich gesagt, okay, das ist klasse, das ist jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt. Das war auch ein Unternehmen, bei dem ich, wie gesagt, nach 2 Jahren im Million-Dollar-Circle war, 1,7 Millionen Euro Umsatz mit meiner Downline im 5. Jahr aufgebaut habe. Also, was ich sage, das kann schon unter anderem manchmal auch funktionieren. Also, ich stapel jetzt tief, es funktioniert natürlich meistens, weil ich rede wirklich aus eigener Erfahrung. Und dann habe ich aber gedacht, na, das ist dumm, weil in diesem Netzwerk muss ich permanent arbeiten. Ich muss permanent dafür sorgen, dass meine Leute ihr Niveau halten, sonst verdiene ich keine Provision aus der Tiefe. Da brauchte ich 12 Manager in der ersten Ebene. Ich will es nicht weiter vertiefen. Ich habe mal wieder bei LiveWave reingeguckt, weil da hat mir die Sonja und der Gerhard erzählt, du, wir haben jetzt eine Zulassung für unsere Produkte seit einem Jahr. Ich sage, wie, was? Ja, ist jetzt als Akupressurmethode zugelassen. Und ich war auch nicht sofort offen. Ich musste auch 3, 4 Mal von Sonja und Gerhard wieder angepitcht werden. Und dann habe ich mir mal meine Downline angeguckt in meinem internen Bereich. Und was Sie da sehen, sehen Sie was? Ich sehe nichts. Ja doch, unten rechts bei gesamte Downline stehen 79.024 Leute. Das ist ja, wenn das alles Flaschen sind, nicht so gut, weil 79.000 mal 0 ist immer noch 0. Aber es war schon mal ganz nett zu sehen, dass doch in der Zeit, in der ich nichts gemacht habe, LiveWave mich nicht rausgefeuert hat, sondern ich nach wie vor in dem System drinstehe und sich unter mir unter anderem ganz Frankreich gebildet hat. 78.000 Partner. Das macht Spaß. Da kommt Freude auf, wie das so ein geflügeltes Wort jetzt von Sonja und Gerhard geworden ist. Das ist wirklich nett. Und das macht natürlich dann durchaus Sinn zu sehen, dass in diesem Marketingplan auch Leute, die eine Zeit lang mal nichts machen, keinen Nachteil davon haben, weil durch den Spillover, wenn man ein bisschen Glück hat, in der Downline sich sehr viel entwickeln kann. Ich möchte Ihnen jetzt jemanden vorstellen, der bei uns im Team jetzt mittlerweile seit 3 Monaten dabei ist. Mike Parkinson aus Berlin. Ich schalte jetzt einfach mal um und erzählt uns einfach mal kurz die Story, was in den 3 Monaten, die Mike jetzt bei uns bei LiveWave mit dabei ist, passiert ist in seiner persönlichen Downline. Mike. Hallo, hört man mich? Ich hoffe. Das Mikro mal ein bisschen lauter. Gut. Ja, mein Name ist Mike Parkinson. Michael Parkinson. Ich bin Brite, aber ja, im schönen West-Berlin groß geworden. Und ja, ich werde Präsident bei LifeWave. Das ist mein drittes Network. Ich arbeite im Network seit 1998. Und jetzt zurzeit leider nur nebenberuflich. Aber ich bin sowas von begeistert. Ich habe das noch nie erlebt, was ich jetzt hier bei LifeWave erlebe. Das heißt, ich habe mir, ja, ich bin angerufen worden von dem lieben Jan und war natürlich überhaupt nicht offen für neue Geschäfte, weil ich ja noch ein anderes Network nebenbei mache. Aber Jan war so nett und freundlich und ging so auf mich ein, hat mich dann mit Informationen regelrecht bombardiert. Und ich hatte dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn er mich wieder anrief und danach fragte, ob ich mir das nun durchgelesen habe, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich beschäftige mich jetzt mal damit und habe einfach keinen Haken gefunden. Ich habe dann es dem Jan wirklich sehr schwer gemacht und habe ihm gesagt, ich brauche eine Produktberührung, ich muss irgendwas in der Hand haben, bevor ich überhaupt starte. Jan hatte mir dann ein paar Produkte zugeschickt und sie funktionierten. Dann war es mir immer noch wichtig, ich gehe jetzt mal einfach raus und spreche die Leute an mit einem, ich nenne das mal Werbespot, wo ich einfach kurz und knackig die Menschen informiere. Und das funktioniert also wirklich hervorragend bei mir. Ich habe bisher keine einzige Person getroffen, die zu mir gesagt hat, das interessiert mich nicht. Ja, und dann ist es so einfach, wie Jan uns den Kreislauf erklärt hat. Ich spreche dann einfach an, verkaufe Produkte, beziehungsweise schicke ich die Leute auf das Webinar.
Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe im Juni begonnen. Da habe ich meinen lieben Freund und werten Geschäftspartner Horst Deniger eingeschrieben. Und dann habe ich mir in eine Excel-Liste am 25.07. mal notiert, wie viele Personen ich in meiner gesamten Downline habe. Das waren 38 am 25.07. Ja, und jetzt stellen Sie sich vor, der neueste Stand, 6.09., sind es 93 Personen. Das sind alles Leute, es sind alles Duplikatoren, also die in ihrem Leben noch was vorhaben. Und wir beginnen ja jetzt erst. Das heißt, dieser Marketingplan wirkt jetzt auch bei mir. Ich habe jetzt die Position des Managers und werde jetzt sehr schnell eine Position höher erklimmen. Und das Ziel, was Jan eben mir gesagt hat, ich werde Präsident, das ist bei mir also wirklich ja, realistisch. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon. Mir macht das so einen Spaß, weil ich nur positives Feedback bekomme von den Leuten, die ich anspreche. Und das habe ich, wie gesagt, in meinem Leben noch nicht erlebt. Ja, mein Ziel ist dann natürlich, dass ich mir Rückstellungen bilde für die Rente, dass ich viel Spaß habe. Und ich habe auch eine, einen Traum Richtung Auto. Okay, das war mein kurzes Statement und jetzt gebe ich wieder ab. Ich glaube, ich muss. So, einfach nur mal als kleines Feedback, können Sie mich hören? Einfach mal als kleines Feedback, damit Sie erkennen, dass ich hier nicht irgendwo alleine rede. Ich stelle es mal ganz kurz klein, damit ich nochmal wieder aus Sicherheitsgründen das Feedback höre, ob Sie mich wieder auch genauso gut hören können wie zuvor, weil das ist mit der Technik ja nicht unbedingt immer so selbstverständlich, wenn man sich abspricht. Ja, okay, alles klar, dann gehe ich wieder auf groß. Prima. Also vielleicht ist das für den einen oder anderen ja eine ganz gute Motivation, zu sehen, dass man hier dementsprechend vieles erreichen kann, auch innerhalb von kürzester Zeit. Und ich meine, 90 Leute in der Downline zu haben, ist ja schon eine ganz beachtliche Angelegenheit. Wie gesagt, der Weg des Erfolges, ich möchte es nur noch mal schriftlich auch für Sie noch mal festlegen. Setzen Sie sich ein Ziel, machen Sie sich einen Plan, wie Sie Ihr Ziel erreichen wollen. Seien Sie darüber im Klaren, dass viele Dinge, die man plant, kurzfristig nicht so leicht zu realisieren sind, aber dass viele Dinge, wenn man ihnen einfach etwas Zeit gibt und kontinuierlich steter Tropfen höhlt den Stein dabei bleibt, eine unglaubliche Resonanz und unglaubliche Erfolge erzielen können. Wie gesagt, wir haben ja uns die Duplikationsschemen angeguckt, wenn Sie hier wirklich einfach nur einen jeden Monat dabei hätten und Sie machen das mal 2, 3 Jahre, da haben Sie eine Organisationsgröße. Da träumen so einige Konzerne von. Haben Sie Geduld. Alle Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Und Rom wurde auch nicht in einer Nacht erbaut, aber Sie haben hier, das ist das Schöne, permanent und ständige Erfolgserlebnisse auf dem Weg zu Ihrem Ziel. Überwinden Sie Ihre inneren Widerstände, nennen wir es mal den Schweinehund, bewegen Sie sich, machen Sie was. Das kann Ihnen keiner abnehmen. Keiner kann hinter Ihnen stehen und mit der Peitsche knallen. Das hat einfach keinen Sinn. Das muss von Ihnen selbst herauskommen und überwinden Sie dementsprechend nur noch die äußeren Widerstände. Wie gesagt, keine Zeit, anderer Job, was es auch immer ist. Sie sitzen auf einer einsamen Insel, so wie ich, und um ihn herum, um Sie herum kommt Ihnen alles ziemlich spanisch vor. Was es auch immer ist, tun Sie es einfach und Sie werden Erfolg haben. Das Tolle ist ja, dass Erfolgreiche immer dort anfangen, wo Erfolglose aufhören. Und das ist dieses Extra-Quäntchen, von dem ich sprach. Wenn ich persönlich mache das ganz klassisch. Früher habe ich das mit Mozartkugeln gemacht. Ich habe mir früher mal gesagt, ich möchte mindestens 5 Kontaktgespräche am Tag führen. Da habe ich das noch nicht hauptberuflich gemacht. Das hieß für mich immer, wenn ich ein erfolgreiches Kontaktgespräch geführt habe, und erfolgreiches Kontaktgespräch, ich wiederhole es nochmal von vorhin, ist für mich einfach nur zu sagen, derjenige sagt, das klingt interessant. Ich werde mir die Informationen, die du mir zuschickst, anschauen und dann sprechen wir wieder drüber. Das ist mein Erstkontakt. Um mehr geht es nicht. Ich will dich im ersten Gespräch verkaufen. Ich möchte dich im ersten Gespräch einen Vertriebspartner registrieren. Es geht nur darum, jawohl, das könnte für mich interessant sein, das werde ich mir näher angucken. Und wenn Sie da dieses Extra-Quäntchen mehr machen, und bei mir waren es eben 5,
Wenn ich die 5 nicht abgearbeitet hatte am Ende des Tages, weil mich so viele Vertriebspartner angerufen haben oder andere Dinge aus meinem alten Job oder was es mich auch immer belastet hat, oder ich musste unbedingt noch 10 weitere Schemata entwickeln und meine Webseite noch optimieren und ich brauche einen eigenen Flyer. Alles mögliche tolle Strategien, einem innerlich ein gutes Gefühl zu geben, dass man was für das Unternehmen, dass man was für LiveWave tut, aber im Endeffekt das Wesentliche nicht zu tun, nämlich einfach Kontakte zu machen, die Leute auf LiveWave anzusprechen. Das ist das A und O. Wenn sie sich nicht gerade, sagen wir mal, das IceWave-Pad auf die Stirn batschen, dann sieht das ja nicht jeder auf den allerersten Blick. Und insofern kann es keiner wissen, was sie für ein geniales Geschäft betreiben. Sie müssen damit selbst rauskommen. Wir haben immer selbst die Wahl. Das ist das Tolle. Wir müssen es einfach nur tun. Gut. Jetzt wollen wir mal, nachdem wir diese Grundlagen endgültig jetzt geklärt haben, ich hoffe, dass diesmal auch die Aufnahme mit unserem lieben Romuald super klappt und ich dementsprechend das dann einfach als MP4 stellen wir das irgendwo rein, dann kann sich das jeder jederzeit angucken, dann muss ich das nicht nochmal erzählen. Ich erzähle es gern nochmal, aber grundsätzlich ist es ja schön, wenn wir dann auch immer mehr in die Tiefe gehen können, denn es gibt noch ganz, ganz viele tolle Techniken, die den Verkauf ausmachen, über die wir uns mal kümmern sollten. Das erste ist natürlich als erstes mal, Sie müssen lächeln. Nicht nur, wenn Sie jemanden vor der Nase haben, sondern auch, wenn Sie mit jemandem telefonieren, weil es ist Stimmung und wenn Sie lächeln und lachen und gut drauf sind, das kommt rüber, das spürt Ihr Gegenüber. Und wenn Sie bedrückt sind und Sie hatten gerade Stress mit Ihrem Kind, weil der hat irgendwo, keine Ahnung, die Murano-Vase runtergefeuert oder sein Zimmer nicht aufgeräumt oder Ihr Partner macht nicht das, was Sie wollen, dann sollten Sie in dem Moment nicht direkt zum Telefonhörer greifen, um sich abzulenken und jemanden für LiveWave zu akquirieren. Es wird nicht funktionieren. Machen Sie vor eine Minute Yoga, Qigong, was auch immer. Fokussieren Sie sich, begeben Sie sich in Ihren eigenen Kraftraum rein und dann fangen Sie an zu telefonieren, wenn Sie konzentriert sind. Und dann bitte nicht in homöopathischer Dosis, am Morgen mal ein Gespräch, am Nachmittag mal ein Gespräch, am Abend ein Gespräch. Nein. Wenn Sie 5 Gespräche führen wollen, dann machen Sie die 5 Gespräche bitte an einem Stück hintereinander weg. Es kann immer sein, dass Sie im ersten erstmal wieder warm werden müssen und dann merken, naja, so doll war das nicht. Ich habe zu viel geredet. Ich weiß ja, wer fragt, führt, aber ich habe eigentlich kaum was gefragt. Ich habe nicht meine Klappe gehalten. Ich weiß, ich habe nur einen Mund und zwei Ohren. Warum? Damit ich besser zuhören kann und weniger rede. Aber wir Menschen sind alle gleich. Wir hören uns einfach gerne reden. Das ist nun mal so. Und dementsprechend ist das bei dem anderen, mit dem Sie sprechen, aber genauso. Was glaubt er denn eher? Das, was Sie ihm erzählen oder das, was er Ihnen selbst erzählt. Und insofern müssen Sie nur die Fragen so stellen, dass Sie das zu hören bekommen, was Sie hören wollen, nämlich das, was Sie ihm eigentlich als Information selber geben möchten. Ja, sprechen Sie langsam, sprechen Sie deutlich, dass Sie gut zu verstehen sind und sprechen Sie tief. Ich sage jetzt nicht für eine Frau, sie soll dann sprechen wie Amanda Lear oder sonst irgendwas. Ich meine damit lediglich, atmen Sie tief durch. Und es gibt dieses nette Kindchenschema, das haben viele Kinder oder teilweise rutschen da auch noch Ältere rein, wenn sie was ausgefressen haben, dann geht die Stimme nach oben. Ganz unterbewusst. Dieses nach oben gehen der Stimme, das hat damit zu tun, dass unser Kindchenschema sagt, ich bin klein, ich bin arm, ich bin unschuldiges Wesen, bitte tu mir nichts. Und das ist immer wieder faszinierend. Bei mir rufen am Tag bestimmt 3, 4 Leute an, die mir irgendwas verkaufen wollen. Ob das Network ist, ob das irgendwelche neuen Telefonverträge sind, ob das Kaffeebohnen sind oder ob das irgendwelche Optionsscheine für Schweinebäuche sind, was auch immer. Ich merke das genau, ob die Leute vorher gute Gespräche gehabt haben oder nicht. Weil wer 3, 4 Mal Nein gehört hat und vielleicht auch nicht so lange in der Branche ist, der fängt dann an, auf einmal ganz schnell zu sprechen und ganz hoch zu werden in der Stimme unter dem Motto, ach bitte, 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 lass mich doch mal. Und die generelle Resonanz auf sowas ist, dass derjenige dann, der ist das Gegenüber, dann eher draufhaut und sagt, nee, danke, kein Interesse, bumm, auflegen. Ich höre sie mir alle an und das sollten sie auch tun, denn die Leute, die im Telefonverkauf tätig sind, die haben einen harten Job, aber wenn die gut sind und sie hören sich mal ein paar Argumente von denen an und sie merken, die haben eine Einwandbehandlung drauf, das heißt, wenn sie Nein sagen, dann sagen die nicht sofort, okay, danke, tut mir leid, wiederhören, schönen Tag, sondern die hinterfragen das oder haben einen cleveren Spruch drauf, wie zum Beispiel bei Nein, was ich ja ganz gerne immer sage, kann ich sehr gut verstehen, dass sie jetzt Nein sagen. Das hätte ich an ihrer Stelle auch gesagt, das klingt ja auch viel zu gut, um wahr zu sein. Wenn es aber tatsächlich so sein sollte, wäre es dann interessant für Sie, sich das nochmal näher anzuschauen? Wenn ich es Ihnen sofort dokumentieren könnte. Sie könnten es auch jedem Menschen sofort zeigen. Das Ganze dauert 30 Sekunden. Sie müssen die Pads den Leuten nur auf die Füße legen oder auf die Socken oder in die Hand geben. Und Sie können anhand 6 verschiedener Methoden sofort dokumentieren,
dass das Ganze funktioniert. Unsere weltberühmten kinesiologischen Wirkbeweise. Also, das ist A und O. Lächeln, tief, langsam, deutlich sprechen, Fragen stellen, aktiv zuhören, das muss wie aus dem FF in Ihr Repertoire übergehen sozusagen. Das ist ganz wichtig. Generell zur Straße des Verkaufens. Sie müssen natürlich als erstes Mal, das hatten wir auch schon vorhin erwähnt, aber ich möchte es nochmal zusammenfassen, denn die stetige Wiederholung, wie heißt es so schön, kaum erzählt man was 10-mal, schon glauben es an die Leute. Die stetige Wiederholung, die bringt einfach den Nutzen. Und wie gesagt, das erste ist mal, Sie müssen Empathie bei dem Gegenüber erwirken. Sympathische Telefonstimme oder was auch immer, tolle Tonmelodie, smart von der Art, wie der oder diejenige das rüberbringt, das ist wichtig. Dann müssen Sie den Bedarf und das Bedürfnis wecken. Das ist natürlich auch ganz klar. Sie kennen meine Akquisitionsleitfäden. Wer sie noch nicht hat, über Sonja Loferer einfach eine E-Mail schicken an LiveWave Europa und Sie können dementsprechend diese Leitfäden bekommen. Denn die haben sich ja innerhalb der letzten Woche nicht geändert oder auch nicht innerhalb der letzten 2 Wochen. Das wird auch in den nächsten 3 Jahren noch funktionieren, weil was jetzt funktioniert, da ändert sich ja im Prinzip so gut wie nichts dran. Der Kunde, der Interessent muss einfach merken, wow, LiveWave, das könnte ein interessantes Geschäft für mich sein. Die Produkte könnten eine wunderbare Ergänzung sein zu dem, was ich jetzt mache. Wer zum Beispiel von Networkern angerufen wird, die ihm ein anderes Produkt anbieten möchten, hören Sie sich es genau an. Hinterfragen Sie es und stellen Sie natürlich die Fragen, auf die Sie die Antworten haben möchten. Was bedeutet das? Sie wissen, was LiveWave für Vorteile hat, zum Beispiel im Vergütungssystem. Wir bekommen einmal die Woche Provisionsauszahlungen auf eine Cashkarte von jedem Geldautomaten der Welt abbuchbar, zum Beispiel alleine 75.000 Automaten innerhalb von Deutschland. Sie können fragen, wie häufig ist denn die Provisionsauszahlung? Wenn ich jetzt am 2. Umsatz mache, wann bekomme ich dann meine Provision da drauf? Ja, einfach nur eine Frage. Warum? Im Endeffekt wollen Sie ihm erzählen, bei uns hast du wöchentliche Provisionsauszahlung. Wenn Sie aber fragen, wie häufig ist denn bei dir Provisionsauszahlung oder bei Ihnen? Und Sie hören, der hat das alle 4 Wochen. Dann wissen Sie schon mal, wir haben einen Vorteil. Da schreiben Sie sich auf, machen sich einen Haken hinter. Wie lange muss ich denn Ihr Produkt nehmen, damit ich eine Wirkung sehe oder spüre? Weil wir haben alleine 160 MLM-Firmen, also Network-Marketing-Unternehmen in Deutschland, die Nahrungsergänzungsprodukte vermarkten, Zaubersäfte und Wunderpillen. Und die Produkte sind gut, keine Frage. Die Leute sollen die auch weiterhin nehmen, aber sie sollen sie auch weiter vermarkten. Wenn Sie dann aber sagen können, okay, wie lange muss denn Ihr Interessent das Produkt nehmen, damit er eine deutliche Wirkung spürt? Sie können ihm natürlich einen Monolog halten. Ja, aber Ihre Leute müssen Ihre Produkte 4 bis 6 Wochen im Minimum nehmen, damit er überhaupt was merken kann. Was wird er mehr glauben, wenn er Ihnen das selbst erzählt und dann sagen, naja, eigentlich ist das ja gar nicht so klasse, wenn ich da 6 Wochen das Produkt nehmen muss oder 8 Wochen oder wie lange auch immer, oder wenn Sie ihm den Monolog halten und die ganzen Punkte, die bei ihm nicht gut sind, erzählen. Das wird nicht funktionieren. Erkennen Sie es, stellen Sie Fragen, stellen Sie clevere Fragen, indem Sie einfach das, was Sie an Informationen für denjenigen haben, was LiveWave für geniale Produkte hat, die sofort wirken, bei der man dementsprechend jedem dokumentieren kann, das haut hin. Dies müssen Sie als Frage formulieren für den anderen. Das ist die ganze Kunst an der Materie. Seien Sie darauf gefasst, dass nicht jeder Mensch, den Sie anrufen oder den Sie kontaktieren, den Sie ansprechen, sofort sagt, hurra, ich habe mein ganzes Leben lang darauf gewartet, was haben Sie LiveWave? Toll, mache ich sofort, Gratulation. Schön, dass Sie mich angerufen haben, ich bin dabei. Manchmal passiert sowas. Sie sollten das auch nicht für unmöglich halten. Aber die Regel ist, dass die Leute 24 Stunden am Tag haben und die sind auch ohne ihren Anruf vorher schon gefüllt gewesen. Die sind auch ohne das LiveWave-Geschäft schon voll gewesen. Das heißt, die brauchen jetzt erstmal Zeit, darüber nachzudenken, wie sie das in ihren Alltag integrieren können. Und sie müssen dann einfach gucken, je mehr Einwände derjenige bringt, umso besser ist das. Weil der beschäftigt sich mit der Thematik. Wer jemand von vornherein sagt, nein, kein Interesse, ich mache nur ein Geschäft, oder es ist für mich generell nichts, ich bin nicht fürs Verkaufen geeignet, dann sagen Sie, das kann ich gut verstehen. Das würde ich an Ihrer Stelle auch sagen. Ich dachte auch immer, ich kann nicht verkaufen. Und ich verkaufe ja auch gar nichts. Kennen Sie Menschen in Ihrem Umfeld? Mal als Beispiel, ja, da kommen Sie gleich mit der nächsten Frage. Kennen Sie Menschen in Ihrem Umfeld, die schlecht einschlafen können oder die überhaupt generell schlecht schlafen können? Kennen Sie Menschen, die gerne ihren Umfang reduzieren möchten? Kennen Sie Menschen, die Schmerzen haben, die gerne ihre Schmerzen reduzieren würden? Wenn es da eine Möglichkeit gäbe, durch ein Pad, ganz klein, so groß wie ein 2-Euro-Stück, 5 Gramm schwer, das klebt man sich drauf, man spürt gar nichts. So leicht ist dieses Pad und nach einer Minute merken die Leute, es geht ihnen bereits besser. Wäre das interessant für Sie? Wäre das ein Verkaufen oder würden die Leute einfach sagen, wow, waren Sie schon mal im Kino?
Haben Sie sich einen guten Kinofilm angeguckt? Ja, was war das? Aha, okay. Haben Sie das auch damals Ihren Freunden weiterempfohlen? Hm, habe ich gemacht. Aha. Ist danach der Kinobesitzer zu Ihnen gekommen und hat gesagt, das ist toll. Du hast mir drei Freunde empfohlen, die haben ja auch eine Kinokarte gekauft, jetzt kriegst du eine Freikarte? Nein, aber Sie haben es doch trotzdem weiterempfohlen. Wenn Sie jetzt Menschen, die Ihnen nahestehen, einen Tipp geben, wie Sie Ihre Gesundheit verbessern können, nachhaltig, Probleme lösen können, teilweise chronische Schmerzen, die Leute seit langem mit sich rumplagen, und Sie geben einfach nur eine Empfehlung und der hat dementsprechend eine bessere Lebensqualität, dann freuen Sie sich doch für ihn, oder? Und Sie bekommen dafür vom Unternehmen noch einen Energieausgleich. Tut das dann weh? Ist das dann Verkaufen? Nur mal als Beispiel. Egal was es ist, Sie können auf alles über Fragetechnik arbeiten und sich selbst was sozusagen schaffen. Denn Nein heißt im Endeffekt ja nur noch eine Information notwendig. Ein Nein heißt nicht, dass derjenige nicht will. Ein Nein kann heißen, hallo, ich bin gerade im anderen Gespräch. Hallo, ich kann gerade nicht. Ich bin beschäftigt. Ich habe keine Zeit. Jetzt ist der schlechteste Zeitpunkt überhaupt. Bin gerade in einer Scheidung und ich muss mein Haus verlassen oder ich habe eine Zwangsversteigerung, was man alles so erlebt. Das heißt aber vielleicht in einem Monat durchaus ja. Sie müssen da dranbleiben. Sie haben es ja vorhin von Mike Parkinson gehört. Den habe ich auch immer wieder mal angepitcht. Und das Ergebnis, können wir ja wohl beide sagen, ich meine, Mike wird nächste Woche Direktor sein, ist ja nicht verkehrt. Sowas macht doch Spaß. Sie müssen einfach kontinuierlich dranbleiben. Das ist das A und O. Und wenn Sie darüber im Klaren sind, dann wissen Sie auch, dass jedes Nein Sie dem nächsten Jahr wieder ein Stück näher bringt. Eine gute Möglichkeit wäre auch einfach über die Methode zu arbeiten, wenn es die Möglichkeit gäbe, bla bla bla, wäre das interessant für dich. Und da können Sie alles reinpacken in den Satz, was Sie möchten. Es funktioniert immer. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, mit 2 Stunden zusätzlicher Arbeit in der Woche, nach 2 Monaten 500, vielleicht auch 1000 Euro im Monat dazu zu verdienen, wäre das interessant für dich. Würdest du darüber mehr erfahren wollen? Nochmal als Beispiel. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, mit 2 Pads, die du dir aufklebst, innerhalb von einem Monat eine Konfektionsgröße reduzieren zu können. Oder dass du Zaubersäfte, Wundertabletten, deine Ernährung umstellen musst im Großen und Ganzen, einfach nur durch diese Pads. Wäre das für dich interessant? Wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass du im Sport 10% mehr Leistung bringen könntest. Dass du ausgeruhter bist, dass du nach deinem anstrengenden Arbeitstag abends nicht so erschöpft bist. Wäre das interessant für dich? Ganz simpel. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, wäre es interessant für dich. Einer der absoluten Standardfragesätze. Eine offene Frage und darauf kriegt man in der Regel Ja oder Nein. Und das ist gut so, denn dann wissen Sie gleich, wie es weitergeht. Denn wenn einer Nein sagt, dann dürfen Sie entweder fragen, das kann ich gut verstehen, dass Sie Nein sagen. Hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Das heißt, Sie machen das wie im Qigong. Sie gehen auf denjenigen zu in der Bewegung. Und umhüllen ihn dann und ziehen ihn dann zu sich mit rüber. Elegant, im Abgang hätte ich fast gesagt. Nein, das funktioniert wunderbar. Sie können natürlich auch sagen, darf ich mal eine persönliche Frage stellen? Das ist auch immer gut. Dadurch gewinnen Sie Zeit, wenn Sie momentan noch nicht so sicher sind und Sie wissen nicht, was kann ich als nächstes fragen. Denn wenn Sie fragen, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Und Sie machen natürlich Pause, dass der auch antworten kann. Da kommt zu 95% Ja. Und ein Ja ist super. Weil wenn Sie ein Ja hören, dann bedeutet das, dass die Leute von vornherein innerlich in dem Moment sich Ihnen gegenüber wieder öffnen. Und wie gesagt, Sie haben unsere Sätze, Sie kennen unsere Produkte, Sie wissen, was die können. Kennen Sie Menschen, die gerne mühelos abnehmen würden? Kennen Sie Menschen, die gerne mehr Energie für den Tag hätten, geistig und körperlich? Ich hatte es eben schon erwähnt. Kennen Sie Menschen, die gerne jünger aussehen wollen? Sie glauben gar nicht, wie häufig ich von meinen Vertriebspartnern und aber auch von Kunden höre, die 4 Wochen Glutathion, Carnosin und Eon geklebt haben, dass sie von ihrem Umfeld angesprochen werden und sagen, Mensch, du siehst so gut aus. Irgendwie hast du was an dir gemacht. Hast du irgendwie dir Botox spritzen lassen? Du siehst irgendwie, als warst du irgendwie in der Schönheitsklinik. Es ist faszinierend, wie dementsprechend die innere Gesundheit sich natürlich auch im Äußeren immer wieder sofort niederschlägt. Ja, Sie sehen schon, es ist einfach. Es ist nicht leicht, aber es ist einfach. Warum nicht leicht? Weil wir uns selbst überwinden müssen, unseren eigenen Schweinehund. Das ist das A und O. Seien Sie sich gewiss. Sie können Ihr Leben lang darauf warten, dass endlich die idealen Umstände eintreten, damit Sie ganz erfolgreich akquirieren können. Sie können sagen, Mensch, das kann ich alles nicht. Der Riegel, der quatscht einen ja an die Wand, da kann man ja nichts mehr sagen. Es geht nicht ums Quatschen, es geht um die Technik. Es geht darum, Fragen stellen zu lernen. Und das ist einfach, üben Sie mit Ihrem Partner. Stellen Sie ihm ein paar Fragen und dann kriegen Sie das ehrliche Feedback von ihm. War das überzeugend? War das gut?
Sie müssen hier ja, wie gesagt, unsere Produkte kann ein Taubstummer vermarkten. Kleben und erleben. Die Leute die Dinger auf die Füße legen, auf die Schuhe, auf die Socken, in die Hände geben, Drehübung machen. Die Leute sehen den Erfolg. Sie gehen dann 3, 4 Meter zurück, damit sie nicht in seinem direkten magnetischen Resonanzfeld sind. Und er merkt, das ist wirklich er selbst, der auf die Produkte reagiert. Und dann machen Sie einfach den Tag zu einem guten, greifen Sie zum Telefonhörer, lächeln Sie und auf geht's. Freuen Sie sich über Ihr Leben, weil Sie sind bei LifeWave, Sie haben LifeWave kennengelernt und das ist eine Riesenchance. Nutzen Sie es einfach. Wir haben 80 Millionen Menschen alleine in Deutschland. Sagen wir mal 70 Millionen, die für LifeWave in Frage kommen, für unsere Produkte. Das können sich auch Kinder kleben. Wie viele Kinder gibt es, die sich nicht genügend in der Schule konzentrieren können? Wie viele Kinder gibt es, die unter allen möglichen Krankheiten leiden? Sagen wir zum Beispiel mal Allergien. Ob das jetzt Heuschnupfen ist, ob das Hausstauballergie ist oder ob das schon bis zum Asthma hingeht. Alles im Endeffekt latente Übersäuerungsproblematiken. Eon, Carnosin, Glutathion und wir kommen der Sache schon erheblich näher. Wir haben ja keinerlei Nebenwirkungen. Wir haben keinerlei Effekte mit unserem Produkt, die etwas im Körper auslösen könnten, was wir nicht wünschen. Es ist bei 550 Vertriebspartnern, die wir in Deutschland haben, haben wir absolute Stunde Null. Und wer das erkennt, ich glaube, für den steht die ganze Welt offen. Der weiß, was er zu tun hat, was er hier für eine Chance hat, was er tun kann. Und da lade ich nur jeden herzlich zu ein, mit dabei zu sein. Ich freue mich für jeden, der Lust hat, hier was zu tun. Ich bin gerne für jeden da, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Tipps haben. Wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen. Das ist das Schöne. Und es ist hier eben nicht toll, ein anderer macht, sondern wie ich vorhin schon sagte, together everyone achieves more. Zusammen erreichen wir alle mehr, weil wenn wir unser Produkt bekannter in Deutschland machen, dann profitieren wir alle davon. Es ist eine absolut einmalige Chance für jeden hier, jetzt und heute anzufangen, seine Träume zu verwirklichen und dafür sich wirklich einzusetzen mit positiver Grundhaltung. Das ist das A und O und wirklich dann einfach Vollgas geben. Dann kann nichts mehr schiefgehen. Starten Sie einfach durch. Ich möchte Ihnen jetzt noch zum Abschluss einen kurzen Film zeigen. Vielleicht noch mal ganz kurz mache ich das Bild jetzt mal kleiner. Dann können Sie jetzt, wenn Sie aktuelle Fragen haben, die gerne noch mal stellen. Sie sehen es hier ja jetzt auch momentan im Chat. Der Gerhard Neumann hat die E-Mail-Adresse noch mal reingeschrieben für Leute, die gerne mal ein Akquisitionskonzept haben möchten, die das noch nicht haben sollten. Und ich zeige Ihnen jetzt mal einen kurzen Film als Abschluss, der einfach nur zeigen soll, wo haben wir denn das? Show, Filme, wo ist denn der Film geblieben? Ich hatte doch hier mal einen Film. Film ist irgendwie weg. Ich habe keinen Film mehr hier. Das ist live, live ist live, mein Film ist weg. Dann zeige ich Ihnen den einfach beim nächsten Mal wieder. Nein? Kann ich nicht mit Ihnen. Sorry, ist irgendwo hier verschwunden. Gut. Also, der Chat ist frei. Was haben Sie für Fragen? Wenn jemand sprechen möchte, einfach kurz unten reinschreiben, dass jemand eine Frage direkt stellen möchte zum Film. Kann man den anderweitig im Netz finden? Ich weiß selbst nicht, wo ich den habe. Ich habe den irgendwann mal vor vielen Jahren gefunden. Also erstmal zum Film. Ja, genau. Zum Beispiel unser wunderbarer LifeWave-Film, der kinesiologische Film. Den kann man wunderbar auch im Internet finden. Der steht nämlich jetzt bei YouTube drin. Und zwar bei YouTube steht der unter LifeWave-Test. Also eine ganz tolle Sache. Sollte man sich also unbedingt angucken. Und den anderen Film, den ich nur zeigen wollte, zeige ich halt nächstes Mal. Das ist eine kleine Maus, die dementsprechend da ja, auf eine Käseplatte tritt, in eine Mäusefalle reinklebt und nicht wieder rauskommt. Generell gute Sache bei YouTube nach LifeWave zu suchen. Richtig, genau. Tanja, absolut richtig. Es ist Wahnsinn, was da schon drin steht. Und es ist toll auch zu sehen, wie wenig noch auf Deutsch dabei ist. Da sieht man einfach mal, wie weit wir hier noch am Anfang sind. Wir sollten mal einige Sachen generell übersetzen. Und hier einfach auch an unserem eigenen Auftritt noch ein bisschen arbeiten. Hella Zwickel, LifeWave. Also wenn Sie den Film meinen, der diese kinesiologischen Tests zeigt, der heißt LifeWave-Test. Genau.
Ja, jetzt habe ich Ihnen 60, 70 Minuten lang eine Kante ans Bein gelabert, wie man so schön jovial in Norddeutschland sagt. Ich denke, Sie merken meine eigene Begeisterung. Das ist nicht in irgendeiner Form aufgesetzt, sondern das sprudelt einfach nur so raus. Und ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen anstecken, konnte Ihnen ein bisschen was von dem zeigen, was in unserem Geschäft für ein Potenzial steckt. Es scheinen keine weiteren Fragen zu sein. Dann wünsche ich Ihnen eine weiterhin absolut geniale und super erfolgreiche Woche mit LifeWave. Mal gucken, wie viele neue Teammitglieder wir dazu gewinnen werden in dieser Woche. Ich denke, ich persönlich habe also zumindest schon wieder fünf, die gesagt haben, dass sie diese Woche sich registrieren möchten. Und ich gehe mal davon aus, dass wir im Team wieder auf jeden Fall 30, 40 dazu gewinnen. Und ja, das macht einfach Spaß, mit Ihnen, mit euch zusammenzuarbeiten. Und in diesem Sinne, schönen Abend, genießen Sie ihn, Sie haben ihn sich verdient. Auf Wiederhören.